Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Ich denke mal, ich muss gleich alle Bubus wieder einsammeln, weil ich muss jetzt zuerst diese Käfer hier besiegen und die haben ja massiv Angst vor Käfern. Jetzt ist eh einer an den Boden verflogen. Doch, einmal erster Angriff erfolgreich. Wohoho. Mittlerweile kann ich bei dem Hammer auf den Cool Command. Das war's aber auch schon. Sonst kann ich das nirgendwo. So, dann einmal Sprung. Und den Body Slam. Ich habe kein Glück mit dem Bingo. Und Verteidigung. Eine Runde. Das ist ja auch toll. Machen wir erstmal den hier weg. Dann einmal Body Slam. Die ganze Bühne geht auseinander. I love it. Ich bin gespannt, was heute auf uns zukommen wird. Ich denke mal, den Bosskampf werden wir heute noch nicht machen, sondern erst in der nächsten Folge. Level up! Ich bin davon aus, wird man diese Folge auch nicht erreichen. Ich komme eigentlich an dem Block. Ist hier irgendwas? Tatsache. Okay, aber zuerst mache ich den Gegner hier weg. Wie gesagt, mit dem Hammer funktioniert es wunderbar. Deswegen mache ich das nochmal. Juhu! Dann ist Nummer 1 schon mal weg. Oh, das habe ich jetzt auch mal hingekriegt. Auch wenn ich den Timing jetzt nicht mal weiß. Boah, ich war so abgelenkt, dass es auf Mario geht. Ja, ich hab's jetzt da auch raus. Okay. Immer so. Mist, zurückgedrückt. Da kriege ich den Command noch nicht so richtig hin. Ja, Konter kann ich auch mittlerweile. Dachte ich und wird jetzt immer mal getroffen. Hier, Mario, kannst du auch mal was für dein Coolness tun? Ich spüre meine Coolness-Spinne. Und ich fühle meinen Konter.
Juhu. Weißt du was, ich gehe mal jetzt einfach. Andererseits habe ich genug Geld, um mich unten zu heilen. Von daher lohnt sich das nicht. Ich muss ja eh wieder nach unten wegen den ganzen Bubus. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Ja, komm mal bitte alle mit. Die anderen müssen hoffentlich noch oben sein und dann gehe ich mich mal kurz hier heilen und schaue mich mal kurz nochmal hier so genauer um. Hab mich vor diesen Typen in den Laden hier geflüchtet. Hier finden sie mich nie. Diese scheinen hier irgendwas zu suchen. Keine Ahnung was. Was? Wisst ihr etwas darüber? Nö. Herein, willkommen im Bubuwigs Laden. Was kann ich für dich tun? Lagern vielleicht mal? Was ist ein Kraftpunsch? Schrumpfer? Ein Hotelgutschein kann ich behalten. So. Ja, mal so ein Mysterium wieder mitnehmen. Zwei, da bin ich gut ausgestattet. Alle Gegner 3. Angriffskraft 5, Anwender KP steigen um 5. Dann nehme ich nochmal ein Eis auch mit. Ja, da versteckt sich ja jemand. Oh, Pixel! Oh, was ist das denn? Dieser Picato hat bestimmt alles durcheinander gebracht. Aber der scheint ja noch ein Kind zu sein. Oh, was für ein süßes kleines Ding. Der hat ganz bestimmt nichts Böses getan. Ach, tu ihm doch nichts, Mario. Auf keinen Fall tue ich ihm was. Gut, lass mal ihn in Ruhe. Oh, Mario, sieh noch, wie verschreckt der kleine Bäumchen ist. Ach, das erinnert mich daran, wie ich das erste Mal auf der Bühne stand. Vielleicht möchte er ja mit uns kommen. Das Picato-Kind nickt stumm. Er gehört zum Team. Hab ja schon viel von dir gehört, Mario. Aber du scheinst wirklich ein Talent dafür zu haben, Freunde zu finden. Hätte nie gedacht, dass du sogar einen von diesen Picatos mitnimmst. Ich wünschte, ich als Ladenbesitzer hätte auch so viel Talent. Aber nicht als richtiger Partner, das wäre lustig gewesen. Anderen sind oben, genau. Kann ich ja jetzt hier auf den Block springen? Ordenausweicher P erhalten. Partnerverteidigung steigt bei erfolgreichen Action-Kommando um 1. Frag dich, aber ich habe gerade keine Ordenpunkte mehr. Eine Münze. Nichts. Und da kommen die nächsten Picatos raus. Da kommen sie, die Picatos. Eine ganze Hundertschaft. Geben es ihnen. Na los, Mario. Los, Angriff. Angriff. Ich drücke sie zurück. Los, greift an. Die da hinten stehen einfach nur ihre Base.
Na, kommt der Map, so? Geschafft, die Picasso sind alle besiegt. Und jetzt müssen wir nur noch ihre Festung einstürmen, bestürmen, erstürmen, ihr wisst schon. Und dann gehen wir doch mal weiter. Hihihihihi. Hast du dir so gedacht, ja? Ja, jetzt habe ich den Kommando vergeigt. Du kannst ja erstmal eine Verteidigung machen. Mist, ich... Oh, ich hab voll nicht geblockt. Das ist echt mies. Mach eine Schauanlage. Ja, ich halte mich halt eben so hoch. Sieht so aus, als komme ich hier wohl die Stampfattacke. Wir haben diese Blöcke, Böden schon öfters gesehen. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ja, wir kriegen es, weil sonst kommen wir ja gar nicht nach oben hin. Oh, der war ja mies versteckt. Ich wollte eigentlich den Busch angreifen. Ach doch, liebes bisschen. Im Item. Ja, am Donnerzorn. Lage Zeit dafür verschwende. Habt ihr mir vielleicht ein Herz? Nein? Okay. Dann halt nicht. Auch 101. Hey, wir haben auch 101. Dann einmal das Bubu wieder einfügen, bitte. I guess it was a trap. Was? Was war das denn? Was ist passiert? Uiuiuiui. Ihr seid voll in meine Falle getoppt. Ihr Spatzenhörner. Ihr seid mir voll in die Falle gegangen. Das hat mich inspiriert, als ich euch so zusammenkleben sah. Ich habe euch reingelegt mit meinem Podest. Was für ein Falzpinsel. Ich lach mich schief. Jetzt, wo ihr mir aus dem Weg seid, kann ich ganz in Ruhe das Sternjuwel suchen. Mario, was soll man nur tun? Irgendwie müssen wir hier wieder rauskommen. Aber wie? Ich weiß schon. Oh Mario, mein Held. Wir sollten diese süßen Bubus irgendwie hier rausholen. Hey Mario, du musst uns helfen mit 10 auf dich. Kein Problem. Kommst du bitte auch raus? Dankeschön. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, diese 4 Symbole auf den Säulen. Mir ist, als hätten wir das schon mal gesehen. Die haben wir auch. Im anderen Raum. Oh, was war das denn? Der ganze Baum hat ja gezittert. Sonne, Mond, Bubu, Stern. Sonne, Mond, Bubu, Stern. Dann gehen wir doch mal.
Wir beeilen uns, keine Sorge, liebe Freunde. Der Nacht. OBS, genau. OBS hat eine aktuelle ziemlich hohe CPU-Auslastung. Ja, ich hoffe, die Aufnahme bleibt in Ordnung und ich bin da geflogen. Nevermind, dann kann ich trotzdem mal speichern. Sicher, sicher. Eigentlich auch eine gute Abkürzung gewesen. Ohne Zickzack laufen. Einfach nochmal überall gegenhauen. Man weiß ja nie, ne? Ja, die Splitter können mittlerweile überall sein. So, Stern, Bubu, Mond. Sonne. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Aber dahinter verbarg sich halt eben eine Tür, ein versteckter Durchgang mit einer Truhe. Was könnte da wohl drin sein? Kennen wir ja nicht aus Mario. Paper Mario 1, ne? Superstiefel erhalten. Oh, hallo Toadette. Hallo, ich bin Toadette. Du erhältst Superstiefel. Herzlichen Glückwunsch. Damit kannst du eine neue Technik anwenden. Probieren wir es aus. Wenn du beim Sprung A drückst, führst du eine Stampfattacke aus. Der Trick dabei ist, A direkt nach dem Absprung zu drücken. Großartig, das war super. Hast du die Steuerung im Griff? Bin perfekt. Gut, du beherrschst jetzt die Stampfattacke. Mit der Stampfattacke kannst du Bodenflächen wie diesen hier zerstören. Und noch etwas, du kannst die Stampfattacke auch im Kampf benutzen. Deine Angriffskraft bei Sprüngen wurde ebenfalls gleich mit erhöht. Viel Spaß damit im nächsten Kampf. Also bis bald, mach's gut! Na, probieren wir es doch mal direkt hier aus. Eine Insignie, okay. Warte mal kurz. Da ist ein Orden. Charge erhalten. Erhöht den Schaden, den Mario beim nächsten Angriff verursacht. Eigentlich ziemlich praktisch für Bosskämpfe. Eine Insignie der Sonne. Wie viel haben wir denn mittlerweile? 5. Moment, fehlt noch eins für, damit ich beide aufwerten kann, wenn wir zurück in Ohlingen sind. Hier scheint sich nichts zu verstecken. Ich meine eine Münze. Nicht mal eine Münze. Trotzdem gehe ich mal hier überall rum. Weiß ich, trotzdem spielen mittlerweile alles zu. Dann können wir doch jetzt die Bubus befreien. Ob er nicht irgendwo eine Bodenplatte? Man, in irgendeinem Raum war eine Bodenplatte. Frage ist halt nur wo. Aber möchte ich wirklich Backtracking machen? Wir haben natürlich schon 12 Sternspitzer.
glaube, ich nehme die Abkürzung hier. Blub. So kommen wir auch in diese Röhre. Hallöchen, Freunde. Muss ja hier irgendwo was sein. Könnt ihr mal bitte zur Seite gehen? Ich muss was sehen. Okay. Blub. Super Mario. Da können wir raus. Habe ich hier eigentlich alles zerstört? Jetzt muss ich alle da reinpusten, ha? Huh? Ich glaube, das ist so einfacher. Hätte ich das mal vorher so gemacht? Kommt bitte alle mit. Mal überstanden. Doch wirklich alle mit, ne? Das ist prima. Dann einmal bitte hier alle versammeln. Und dann einmal hier rein. Wunderschön. Erster Angriff verfolgt mich hier. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Machen wir mal hier den Dampfattacke auf. Uzimat. Dann ist der schon mal weg. Dachtest du wohl so, hm? Oh, mehr Erfahrungspunkte ist immer nett. Hier rein. Aua. Das ist der erste schon mal down. Der zweite auch. Der dritte wird leider überleben. Mist, ich wollte blocken. Beziehungsweise kommt dann. Aber kein Problem. Yay. Es kommt eh nochmal ein Halblauf vom Boss, also von daher. Nichts drin, hier auch nicht. Hier ist eine Münze drin. Bitte alle mitkommen. Bitte nicht einfach hier so stehen bleiben.
Oh, das ist die sechste Insignie. Okay. Wow, wie belastend. Okay, ist hier vielleicht noch irgendwas? Hätte ich vorher nachgucken sollen, ne? Von links und nach... Weiter nach unten, okay. Ich gehe erstmal nach rechts. Ich denke mal, unten müssen wir halt eben... lang, wenn wir unsere Freunde dabei haben. Wie belastend. Was sieht mein Job für Kupio aus? Hoppala. Oh Mist. So, jetzt aber. Und jetzt komme ich, glaube ich, auch an die Insignie ran. Dann kann ich doch an der nächsten... Dieses Mal mit meinem Rohlingsen Ballpartner aufwerten. Andererseits ist doch jetzt egal. Eigentlich kann ich ja... Gut, dass ich hier nochmal lang gegangen bin. Umverhalten, das ist praktisch. Brauche ich auch nur eins für BP Plus. Würde ich mal sagen, nehmen wir beim nächsten Level Up KP Plus. Und dann kann ich ja den Schrumpfer einfügen. So wie Ausweicher oder Charge. Mal schauen. Oder Ordenpunkte. KP müssen auch mal so langsam her. Wir haben schließlich erst 20 KP. So, dann kommen Sie bitte mal alle mit. So. Nicht bummeln, nur nicht bummeln. So, wo geht's denn lang? Okay, dahin geht's nicht lang. Hier ist auch kein Block. Hier auch nicht. Okay, dann bitte einmal alle versammeln hier. Oh nein, was ist das denn? Was passiert hier? Wir steigen nach unten. Kurz vor dem Bosskampf. Das lohnt sich. Dann fangen wir mit der nächsten Folge direkt mit dem Bosskampf an. Oh, wo sind wir denn hier? Ich würde mal sagen, kurz vor dem Bosskampf. Wir kriegen sogar noch einen Pilz. Immer nochmal voll heilen. Wir haben das Geld. Speichern. Und dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario. Die Legende vom Äonentor. Bis dahin. Tüdelü.